John Norman Collins wurde als John Norman Chapman am 17. Juni 1947 in Kanada geboren. Er wurde bekannt als Ypsilanti Killer und als Co-Ed Killer. Im Juli 1967, Collins war gerade 20 Jahre alt, verschwand eine junge Frau vom Campus einer Universität. Die Leiche der Frau wurde einen Monat später gefunden. Sie war erstochen worden. Der Täter hatte ihr Hände und Füße abgehackt. Ein Jahr später fand man die Leiche von der 20-jährigen Joan Shell. Sie war vergewaltigt worden und mit 50 Messerstichen getötet worden. Die als Michigan-Morde bekannt gewordene Mordserie versetzte Studentinnen in Angst und Schrecken. Jede Leiche, welche gefunden wurde, wies grauenhafte Verstümmelungen auf. Als Collins 1969 verhaftet wurde, hatte er mindestens 6 Studentinnen und ein 13-jähriges Mädchen grausam ermordet. Da man ihnen allerdings nur einen von vermutlich 8 Morden nachweisen konnte, wurde er 1970 zu nur 20 Jahren Haft bis lebenslang verurteilt. Bis heute sitzt er in Haft.